Sommertrends sind ein ganz großes Thema diesen Sommer. Blumen sind ein ganz großes Thema. Overalls für Frauen sind ein Riesenthema. Hohe Schuhe, immer hohe Schuhe, egal wann, wie und wo. Die Mädchen tragen gerne für den Sommer kurze Kleider in bunte, knalligen Farben. Ich beachte bei den Damen natürlich immer den Körperfigur, versucht immer das schmalste Stelle am Körper zu betonen. Hat den Damen schön Dekolleté, betont man das Dekolleté, haben die schmale Taille, betont man die Taille. Breite Hüften versucht man so best wie möglich zu kaschieren. Kürzere Beine strecken man, schmale Schulter mit einem Schulterpolster oder mit einem Hofarm. Einfach die Balance wieder in das ganze Körper in Ordnung wieder zu bringen. Da ist sie ja, fantastisch. Beine sind halt hier extrem gut rausgekommen durch die Hose. Die haben extrem lange, tolle, schmale, schöne Beine. Die haben wir natürlich mit dem hohen Schuh ein bisschen noch gestreckt. Lederjacke passt genau richtig in der Länge, weil es genau bei der breitesten Punkt bei der Hüfte aufhört. Das macht die Proportionen wieder in Ordnung und macht die Silhouette schön, schön zum Schlag. Sie Sternchen. Wunderbar. Ja. Alles super. Ich bin auch zufrieden. Mein Ding ist, ich sehe ja sofort, wenn ich Frauen angucke, was denen stehen und was die falsch machen. Und das war genau bei den zwei jungen Damen her. Ich kann denen sofort sagen, was denen stehen wird und was denen nicht stehen wird. Ich trage immer das Gleiche. Ich habe immer nur schwarze Klamotten an, weil ich so viel mit Klamotten arbeite. Ist für mich einfach, ich möchte keine Gedanken mir selber machen, was ich anziehe. So, bei mir ist alles immer schwarz.